Hey Leute, was geht ab? Ich habe heute in Team Fortress 2 einen Competitive Beta Invite bekommen und den möchte ich verschenken. Mir ist aufgefallen, dass es derzeit sehr viele Beta-Pässe verkauft bzw. gefunden werden. Also man kann diese Beta-Pässe schon für 10 Refined Metal kaufen. Und so wie ich es zum Beispiel gemacht habe. Und dann habe ich heute einfach mal einen Drop bekommen. Also alle Leute, die in der Competitive Beta drin sind, kriegen Invites als Drop. Ich habe keine Ahnung. Kommt mir so vor, ich war auch heute auf dem Public Server und da hat eine Person auch so einen Competitive Beta Pass gefunden. Also so ein Invite halt. Also kommt man relativ einfach in diese Competitive Team Fortress 2 Matchmaking Beta rein. Und so kommen wir zum Punkt. Ich verschenke zwei. Einmal meinen Invite und einmal den von dem Herr Blub. Unten in der Beschreibung könnt ihr zu seinem Channel vorbeischauen. Der verschenkt auch einen Invite. Und das ist ja nett. Dankeschön. Wenn ihr auch so einen Beta-Pass haben wollt, dann schreibt einfach jetzt Käse als Kommentar unter dieses Video. Und ihr seid bei den, ja, sagen wir jetzt mal, Gewinnspiel dabei. Achtung Leute, ihr könnt nur in die Competitive Beta, wenn euer Steam-Profil mit dem Handy verknüpft ist, also dieses Steam-App da und dann Mobile authentifizieren, das müsst ihr auf jeden Fall gemacht haben und ihr dürft kein Free-to-Play sein. Das sind die Mindestvoraussetzungen. Wenn jemand gewinnt, der diese Voraussetzungen nicht erfüllt, dann werde ich den Competitive Pass bei einer Server-Party verschenken. Mal gucken. Ich werde, glaube ich, auf jeden Fall noch ein paar Drops bekommen und die werde ich dann einfach verschenken, falls ihr sie haben wollt. Also, wie gesagt, wollt ihr überhaupt diese Competitive Tickets? Wollt ihr sie nicht? Das würde mich mal interessieren. Ich habe jetzt ein bisschen Competitive gespielt und da sind wirklich gute Spieler. Also, man braucht wirklich ein gutes Team. Zum Glück habe ich hier so ein paar Leute, mit denen ich ab und zu im TS bin und die können das Spiel. Aber wenn man alleine, also wirklich Sixes alleine spielt mit einem random Team, dann ist das echt, echt scheiße. Also da schafft man gar nichts. Außer man hat ein gutes Team, aber das ist halt, wie gesagt, das ist halt echt Zufall. Genau wie bei CSGO. Aber ja, das war's. Leute, schreibt einfach Käse als Kommentar, wenn ihr so ein Ticket haben wollt. Ich hoffe, euch gefällt dieses kleine Gewinnspiel. Könnt ein bisschen Competitive Beta spielen. Und könnt Troublemaker aufsteigen. Ich bin Troublemaker. Ja, und bald werde ich gedownrankt. Auf jeden Fall, wow, downranken in Team Fortress. Wahnsinn. Ja, das war's Leute, das war ein kleines Gameplay so im Hintergrund. Hoffentlich hat es euch gefallen, was auch immer. Ihr wisst, wie es geht und dann sieht man sich bei einem neuen Video.